Hey Heike, wir waren gerade zusammen in einer Session zum Thema Twittern und ich fand es total spannend. Ich habe jetzt angefangen zu twittern vor 25 Minuten zum ersten Mal. Wie ging's dir? Ich bin sehr interessiert. Ich bin eigentlich eher so, dass ich sage, es muss nicht jeder die ganze Welt mit irgendwelchen Äußerungen beglücken. Und habe jetzt in der Session aber wirklich nochmal dazugelernt und glaube, so als Lernmöglichkeit bietet Twitter Möglichkeiten, wenn man mit dem System umgehen kann. Also wenn man genau auswählt, wem folge ich eigentlich, damit die Informationsflut auch nicht zu stark wird. Ja, ich merke, dass ich da auch drüber nachdenke, was schreibe ich denn jetzt eigentlich und was gebe ich denn da von mir preis? Auf der anderen Seite, ich glaube, nur wenn ich was von mir erzähle, kriege ich auch was zurück. Ich wage das jetzt einfach mal und gleichzeitig finde ich das ganz wichtig, was du sagst, das beschäftigt mich auch. Was machen wir jetzt? Machst du auch weiter? Ja, was ich auf alle Fälle machen werde, ist, dass ich mir einen Twitter-Account zulegen werde und einfach mal ein bisschen spielen werde. Normalerweise plane ich Dinge gut und in dem Fall habe ich mir jetzt vorgenommen, ich probiere es einfach mal aus. Und ich kann ja wieder aussteigen und ich kann mich als Follower sicher auch wieder rausnehmen. Ich weiß noch nicht, wie es geht, aber das geht sicher und versuche ein bisschen spielerisch an diese Möglichkeit ranzugehen. So dieses Thema selber etwas veröffentlichen, warte ich noch ab, um erst auch mal zu sehen, was tun denn die anderen und welche Qualität sollte das haben. Und eins weiß ich sicher, wenn ich etwas veröffentlichen würde, dann möchte ich, dass das Hand und Fuß hat und nicht 10 Follower kommen und sagen, ah, das ist ja totaler Quatsch. Du bist jetzt so ein bisschen schon dabei, seit 25 Minuten. Was hast du denn schon erfahren? Ich habe gemerkt, dass es für mich eine Möglichkeit ist, einfach meine eigenen Gedanken aufzuschreiben. Also dieser Ansatz, ich mache das für mich selber, ich blogge für mich, ich denke jetzt gar nicht mal so sehr darüber nach, wie das andere finden. Und dann aber auch dieser Punkt, ich kriege gleich eine Resonanz. Ich habe nach 20 Minuten schon 2 Follower. Ich weiß auch schon, wem ich folgen möchte, habe selber auch schon ein paar angeklickt. Also ich glaube, ich komme da schon in Kontakt und das ist ganz faszinierend, weil ich auch finde, ich habe so ein paar Themen, da möchte ich gern der Welt sagen, was ich dazu meine und ich möchte auch gern die Antworten kriegen. Also dieses gemeinschaftliche, ich schreibe es für mich und auch ein Stück für andere, das fasziniert mich gerade und das will ich einfach ausprobieren. Ja, was mir noch wichtig ist, ich merke, ich finde es immer noch irritierend, dass wenn man in einer Gruppe zusammensitzt, wie hier in einer Präsenzveranstaltung, und immer mehr Menschen entweder in ihr iPad was eintippen oder in ihr Smartphone oder was auch immer, und ich nicht weiß, wo ist eigentlich gerade die Aufmerksamkeit. Geht es noch um das Thema, zu dem wir uns hier zusammengefunden haben, oder macht jemand wirklich was ganz was anderes? Finde ich immer noch befremdlich und es nimmt aber immer mehr zu. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich war vorher auch ganz verwirrt, dass wir buchstäblich aufgefordert wurden, unsere Gedanken festzuhalten. Da finde ich Twitter geschickt. Ich habe nicht mehr als 140 Zeichen und die habe ich nach spätestens 30 Sekunden aufgeschrieben. Dann bin ich wieder da. Okay. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, war spannend mit dir.